Hallo, in meinem heutigen Video möchte ich euch gerne einen Zitronenkuchen vorstellen. Der Kuchen an sich ist aber nicht das Besondere, sondern das, was er darstellen soll. Ich halte das mal einmal in die Kamera, vielleicht könnt ihr es schon erkennen. Das sollen nämlich Lego-Steine darstellen. Die sind eigentlich super schnell gemacht. Die bestehen nämlich einfach aus dem Zitronenkuchen, dann ein gefärbter Zuckerguss obendrauf. Und dann sind das hier oben Smarties. Also ist wirklich super einfach nachzumachen. Und ich finde, es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. An Zutaten für den Zitronenkuchen benötigen wir 400 Gramm Mehl, den Saft einer halben Zitrone, 160 Milliliter Öl, 300 Gramm Zucker, 3 Eier, 160 Milliliter Mineralwasser, ein Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Backpulver. Alle Zutaten werden in eine Schüssel gegeben und miteinander verrührt. Der Teig kommt nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes oder mit Butter eingefettetes tiefes Backblech. Der Teig wird dann im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 Minuten lang gebacken. Wenn euer Kuchen fertig ist, schneiden wir diesen in verschieden große Rechtecke wie bei Legosteinen. Damit unsere Kuchenstücke nachher aussehen wie Legosteine und auch entsprechend bunt sind wie Legosteine, benötigen wir zuerst noch einen Zuckerguss, den wir aus Puderzucker und dem Saft einer halben Zitrone zubereiten. Dann färben wir den Zuckerguss mit verschiedenen Farben und dann brauchen wir noch Smarties oder irgendwelche anderen Schokolinsen in der Farbe, in der wir auch den Zuckerguss färben. Ich habe hier jetzt zumindest schon mal zwei Schälchen mit dem Zuckerguss. Und den färbe ich jetzt zum Beispiel einmal rot und einmal blau oder grün oder gelb. Achtet ein bisschen darauf, welche Farbe eure Smarties haben, weil der Zuckerguss und die Smarties sollen ja nachher eine ähnliche Farbe besitzen. Die Kuchenstücke werden jetzt mit dem farbigen Zuckerguss bestrichen. Danach werden die Smarties darauf gesetzt.